Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Monate ist es nun schon wieder her, seitdem wir das letzte Mal über das aktuelle Corona-Geschehen hier in Höbelhof informiert haben. Die Zahlen gingen nach den Sommerferien teilweise wieder über 50 hoch. Inzwischen sind wir bei 11 aktuellen Corona-Fällen. Nichtsdestotrotz, Herr Dr. Georg Schneider, herzlich willkommen hier im Rathaus. Hören wir vermehrt von Impfdurchbrüchen. Auch Prominente sind jetzt betroffen. Der Bayern-Trainer Nagelsmann, Toni Marschall, Patricia Kelly war sogar im Krankenhaus. Was haben wir dort zu erwarten in Zukunft, was das Geschehen rund um den Impfdurchbruch bedeutet? Ja, wir haben das immer schon gesagt, die Impfdurchbrüche, die werden kommen, das werden mehr sein. Wenn wir 100% geimpft hätten, wäre jeder, der ins Krankenhaus käme, ein Impfdurchbruch, haben wir aber noch nicht, 100% Geimpfte. Es ist so, dass ich mich natürlich als Geimpfter anstecken kann, dass ich einen positiven PCR-Test bekommen kann, dass ich mich selber infiziere. Wir haben gesamtweit eine Zahl von 0,2%, wenn man in den stationären Bereich geht. Teilweise auf den Stationen, Intensivbehandlungen, haben wir einen Impfdurchbruchsbereich von 20%. Im Wesentlichen sind das milde Verläufe, im Wesentlichen sind das Patienten höheren Lebensalters. Wir wissen, dass die Impfquote abnimmt. Wir wissen, dass der Impferfolg, die Antikörper abnehmen. Das ist alters- und zeitabhängig. Deswegen werden wir ja auch die Boosterimpfung bekommen. Da sind wir schon beim Thema, was jetzt ganz aktuell ist. Ab 70 Jahre, jetzt die Empfehlung der STIKO, soll sich jeder wieder erneut das dritte Mal impfen lassen. Wie sollte man da vorgehen? Der Hausarzt ist jetzt der richtige Mann. Ja, der Hausarzt ist der Ansprechpartner mittlerweile. Die Impfzentren haben geschlossen zum 30. September. Es geht um die Gruppe der über 70-Jährigen. Es geht vor allen Dingen auch um die Gruppe der pflegenden Angehörigen. Es geht um die Gruppe des Pflegepersonals in stationären Einrichtungen. Es geht aber auch um Vorerkrankte. Es geht auch um vulnerable Gruppen, Rettungsdienst, Feuerwehren. Die dritte Impfung soll 6 Monate nach Abschluss der Zweitimpfung durchgeführt werden. Wenn ich einen mRNA-Impfstoff bekommen habe, das heißt, habe ich BioNTech bekommen oder Moderna. Nach 6 Monaten, das ist die Gruppe, die bis Ende Juni geimpft worden ist, die müsste sich dieses Jahr gerne noch mit dem dritten Boosterimpfung impfen lassen, also ein mRNA-Impfstoff. Wir haben BioNTech zurzeit zur Verfügung. Habe ich einmal Johnson & Johnson bekommen, ist nach 4 Wochen empfohlen, mittlerweile sich aufgrund des Schutzes vor der Delta-Variante erneut impfen zu lassen mit einem mRNA-Impfstoff. So ist das geplant und zwar sollen Termine gemacht werden. Es wird immer noch der Impfstoff wochenweise ausgeliefert an die Arztpraxen. Da muss man anrufen und Termine machen. Für alle Patienten, die keinen Hausarzt haben oder die die Zweitimpfung im Impfzentrum bekommen haben, gibt es eine Liste auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung mit Impfärzten der Region. Das ist nach Postleitzahlen geordnet. Wir veröffentlichen das auch in unserem Video. Das heißt, jetzt sind die Menschen natürlich verstärkt auch für sich selber verantwortlich, ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung. Die steht ja auch erneut wieder an. Ist es auch möglich, jetzt beides zusammen durchzuführen, Grippeschutz und BioNTech-Impfung in einem? Ja, das ist möglich. Und zwar, es geht jetzt um die Gruppe derer, die im Juni geimpft worden sind, das zweite Mal mit BioNTech oder mit Moderna oder bei denen jetzt aufgrund von Astra oder Johnson eine Impfung ansteht. Wenn das jetzt im November der Fall ist, wo die Grippeimpfung komplett durchgeführt werden soll, Ende Oktober, Anfang November, und die Grippeimpfung auch gewünscht ist, dann soll man das gemeinsam machen. Eine Impfung rechts, eine Impfung links. Und dann hat man den Impfschutz für die Grippeschutzimpfung und den Impfschutz gegen Corona, wo man nochmal einen über 95-prozentigen Schutz vor der Delta-Variante hat, erfolgreich bekommen. Bei der Grippeimpfung ist es so, wir haben verschiedene Impfstoffe. Einmal einen tetravalenten Hochdosis-Impfstoff für die Gruppe der über 60-Jährigen. Dann haben wir einen Impfstoff für die Gruppe der 6- bis 59-Jährigen. Und dann haben wir einen Impfstoff für die Gruppe ab 6 Monaten. Auch da gilt es wieder, vorerkrankte Patienten ab 60 Jahre, Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankung, aber auch beruflich bedingt Rettungsdienst, Feuerwehr, Mitarbeiter im Lebensmittelbereich, Mitarbeiter mit vielen Kontakten in Firmen. Eigentlich jeder, der möchte, soll sich impfen lassen. Wir haben das Problem, wir haben im letzten Jahr keine wirkliche Grippe gehabt, also keine Influenza A und B. Das Problem ist, wir haben 1,5 Jahre Maskenschutz gehabt, wir haben Abstand, Hygiene gehabt, wir sind mit vielen Keimen nicht in Kontakt gekommen, Viren, Bakterien und auch mit Sporen nicht. Das wird sich jetzt ändern, deswegen soll der Grippeimpfschutz großzügig gehandhabt werden. Es stehen über 25 Millionen Impfungen in Deutschland bereit. Machen Sie sich einen Termin bei Ihrem Hausarzt zur Grippeimpfung Ende Oktober bis Ende November. Aber denken Sie auch dran, ist Ihre dritte Impfung fällig, dann machen Sie bitte einen gemeinsamen Termin für die dritte Corona-Impfung und die Grippeimpfung. Da macht man das zusammen. Legen Sie Ihre Impfbücher vor. Manchmal fehlt noch eine Lungenentzündungsimpfung, manchmal fehlt ab 60 noch eine Impfung gegen Gürtelrose. Das kann man alles im zeitlichen Abstand dann machen. Wichtig jetzt zurzeit ist Grippe und Auffrischung der BioNTech, Pfizer bzw. anderer Corona-Impfung. Kurze Frage noch.
Die STIKO empfiehlt ja erst eine Grippeschutzimpfung ab 60. Aber wenn ich Ihre Ausführungen nochmal interpretiere, sagen Sie, auch Berns Michael mit seinen 53 Jahren sollte sich eine Impfung abholen. Also ich würde das dieses Jahr auf jeden Fall machen. Wir haben das letztes Jahr gesehen. Wir haben auch zur Grippeschutzimpfung aufgerufen. Wir haben das sehr weit gefasst, ist auch sehr gut angenommen worden. Wir produzieren nochmal wichtige immunkompetente Zellen, die natürlich nicht spezifisch gegen Corona schützen, aber die Immunabwehr nach oben bringen. Eine Grippewelle, wenn die sich betrieblich, beruflich irgendwo ausbreitet, das ist in den Schulen so. Wir haben letztes Jahr sehr viele Schülerinnen und Schüler geimpft. Das legt zusätzlich noch mal ganze Klassen lahm, macht auch einen schweren Krankheitsverlauf. Ich wäre da sehr großzügig. Jede Impfung schützt und die Grippeimpfung ab 60 meines Erachtens ein Muss. Aber auch vorher muss man da wirklich, genau wie auch bei der Auffrischung für Corona, muss man da auch wirklich im ärztlichen Ermessen eher zustimmen, ja. Sie haben das Thema gerade schon mal angeschnitten, dass jetzt verstärkt Infektionen auch hier in Höfloff auftreten, teilweise auch mit durchaus etwas härteren Verläufen. Das ist nicht die unmittelbare Influenza, aber das ist irgendetwas zwischen Corona und Influenza, oder was bedeutet das gerade? Ja, das sind respiratorische Viren, das sind Viren, die die oberen und unteren Atemwege befallen. Und wir sehen das ja vor allen Dingen in den jüngeren Altersgruppen. Je jünger ein Mensch ist, je kleiner, je enger sind die Atemwege, sind die luftzuführenden Gefäße, wo es zu Schwellungen kommt, wo es zu Entzündungen kommt. Und dann kommt es eben dazu, dass, wenn ich einen niedrigen Durchmesser habe und es kommt zu einer Schwellung, dass ich Luftnot kriege, dass ich Spastik kriege, dass ich verkrampft bin, dass ich schlecht Luft kriege, dass ich vielleicht sogar auch im Krankenhaus, da haben wir jetzt sehr viele Kinder und Jugendliche in Deutschland in den Kliniken mit RSV-Viren, weil die Atemwege zu eng sind, da muss inhaliert werden, da müssen Medikamente gegeben werden. Das sind in der Regel Verläufe, die in wenigen Tagen wieder besser werden, aber es macht eben schweren Krankheitsverlauf. Die erste Sorge ist ja dann immer gleich, oh, ich habe Corona, man sollte aber trotzdem dann unmittelbar zu Ihnen erstmal kommen, damit Sie das testen, welche Vireninfektion jetzt hier betroffen ist? Ja, auf jeden Fall. Bei jedem akuten Infekt der oberen und unteren Atemwege, insbesondere bei Nicht-Geimpften, wird ja auch der PCR-Test durchgeführt. Wichtig ist immer, man kann das vieles nicht am Telefon machen. Man muss auf eine Lunge draufhorchen, insbesondere bei Kindern. Um zu horchen, kann da eine Lungenentzündung hinterstecken oder auch nicht. Es gibt auch gute bronchial erweiternde Medikamente, die man geben kann. Gehen Sie zu Ihrem Kinder- und Jugendarzt, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt. Das ist ganz wichtig. Wir sehen das immer wieder, dass gleich immer nur gedacht wird, Corona und dann, ach, bleibt mal zu Hause. Man muss auch mal untersuchen, man muss auch mal gucken. Rufen Sie bitte vorher an, die Praxen sind zurzeit gut gefüllt. Da sind wir bei den Kindern und Jugendlichen. Am kommenden Montag beginnen ja die Schulen wieder nach 2 Wochen Herbstferien. Nach den letzten Ferienperioden haben wir immer wieder Anstiege gesehen. Das erwarten wir jetzt auch zum Teil jetzt wieder. Trotzdem haben wir die eine oder andere Maßnahme ergriffen, um dem ein wenig entgegenzuwirken. Ja, wir sehen das jetzt ja schon. In vielen Bundesländern sind die Schulferien rum. Wir brauchen jetzt wieder 2x21 Tage. Die Zahlen werden wieder nach oben gehen. Die werden auch hier wieder nach oben gehen. Wir hatten damals Durchbrüche bzw. Infektionen in der nicht impfbaren Gruppe in Kindergärten. Wir hatten es in der Mühlenschule. Wir hatten es in Familien, die im Urlaub waren und ungeimpft waren. Wir hatten es auch bei Patienten im höheren Lebensalter. Der Älteste war 96, der auch nicht geimpft war. Alles gute und milde Verläufe. Wir haben eine Klinikaufenthaltsquote von 0% gehabt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen eben motivieren, impfen. Wir haben das gesehen. Herr Drosten hat es auch noch mal gesagt. Es ist völlig unerheblich, ob wir 69% oder 71% Impfquote haben, ob sich das RKI um 5% oder um 2,5% verrechnet hat. Darum geht es gar nicht. Wir haben eine Gruppe von über 10 Millionen unter 12-Jährige und wir haben eine Gruppe von mindestens 5 Millionen nicht impfbaren Patienten oder Non-Respondern unter Chemotherapie, Immuntherapie, die nicht ansprechen. Wir brauchen in der Gruppe der 18 bis 69-Jährigen mindestens noch mal 10%. In der Gruppe der unter 18-Jährigen haben wir schon knapp 40%. Die sind auch motiviert. Das wird auch weitergehen bis Ende des Jahres. Auch wir haben ja reagiert. Wir haben jetzt 100.000 Euro in die Hand genommen, um zusätzliche Lüftungsmaßnahmen zu ergreifen. Luftfilter in den Klassenräumen, soweit die Klassenlehrer es wünschen. Auch in den Kindergärten werden wir verstärkt Aktivitäten ergreifen, um noch mal die Luftqualität zu verbessern. Aber das Wichtigste bleibt das Öffnen der Fenster. Ja, das bleibt das Wichtigste, ne? Und wir werden auch nicht die Pandemie für beendet erklären können. Wir werden über den Winter bis ins Frühjahr hinein, wir werden die AHA regeln, wir werden das Lüften und wir werden das Meiden von Innenräumen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen als Superspreader-Events verhindern müssen. Wir werden die Corona-App weiter nutzen müssen und wir müssen die Impfquote steigern.
Sie steigert sich zurzeit in Deutschland nur täglich um 0,1%. Das ist zu wenig. Wir brauchen Steigerungsraten von 1 bis 2% am Tag. Die können wir nur erreichen, wenn wir wirklich nochmal aufrufen zum Impfen. Impfen schützt. Und das sehen wir, Impfen schützt vor schweren Verläufen. Wir werden eine Pandemie der Ungeimpften und der Nichtgeimpften kriegen. Und da ist es dann eben so, wenn ich vorerkrankt bin, wenn ich ein alter oder älterer Mensch bin, kann es auch zu schweren Verläufen kommen. Und ich muss mich impfen lassen, um die Gruppe derer, die nicht geimpft werden können, zu schützen. Es gibt Hinweise dafür, dass selbst wenn ich einen Durchbruch hätte und bin 2 oder 3 Mal geimpft, wäre positiv, dass ich möglicherweise auch nicht so viel Viruslast, zumindest nicht so lange Viruslast weitergeben kann, dass ich ungeimpfte Menschen anstecke. Und das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie haben gerade gesagt, die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Der Bundesgesundheitsminister wollte sie an der Gesetzgebung jetzt aber realisieren, das Ende der Pandemie im Grunde genommen erklären. Er wurde ja zurückgepfiffen, hat es jetzt erstmal noch nicht vor. Wann ist denn die Pandemie beendet? Wann brauche ich mich nicht mehr impfen lassen? Wann kann ich wieder ohne Maske frei auf der Straße, frei in meinen eigenen Räumen mich bewegen? Ja, das ist eine gute Frage. Es weiß im Endeffekt keiner. Herr Drosten hat das ja schön gesagt. Wir werden sukzessive eine Durchseuchung der Bevölkerung mit 100% erreichen. Entweder werden die Leute geimpft und haben milde Verläufe, kriegen vielleicht nochmal einen Impfdurchbruch, aber werden nicht krank, merken es vielleicht auch gar nicht, haben die zweite und dritte Impfung. Alle anderen werden sich im Verlaufe des nächsten halben Jahres infizieren, anstecken möglicherweise. Und dann ist irgendwann, genau wie das Grippevirus, das Coronavirus weiter da, macht uns nicht mehr krank. Wir müssen natürlich auch sehen, dass wir keine Mutationen auf anderen Teilen der Welt bekommen. Wir müssen den Impfstoff jetzt auch global weiter einsetzen. Testungen sind nach wie vor ein Mittel für diejenigen, die vielleicht sich nicht impfen lassen können. Für alle anderen hat man jetzt ja auch eine kostenpflichtige Testung vorgesehen. Das hat nochmal ein wenig auch die Impfquote erhöht. Wer darf sich noch kostenlos testen lassen? Also kostenlos testen lassen dürfen sich alle, die nicht impfbar sind, die nicht geimpft werden können aus gesundheitlichen Gründen. Das sind häufig medikamentöse Gründe. Da gibt es eine Bescheinigung, die ist formlos, die gibt es beim Hausarzt. Da muss auch keine Diagnose draufstehen. Die haben die Berechtigung, sich im Testzentrum testen zu lassen. Natürlich haben Schwangere die Berechtigung, sich im Testzentrum testen zu lassen. Und aufgrund der erst kurzzeitig angelaufenen Impfkampagne der 12- bis 17-Jährigen haben alle unter 18 auch das Recht, sich kostenlos testen zu lassen. Letzte Frage. Wir sehen derzeit eine dramatische Entwicklung in Großbritannien. Droht uns so etwas auch in Deutschland? Ja, ich persönlich glaube nicht. In Großbritannien steigen die Zahlen massiv an. Über 50.000 Neuinfektionen am Tag. Wir haben in Deutschland um die 15.000 Neuinfektionen am Tag. In England haben wir auch eine sehr hohe Hospitalisierungsrate, die wir in Deutschland noch nicht haben. Wir haben eine Hospitalisierungsrate von 2,2%. Also 2,2 von 100.000 Patienten liegen im Krankenhaus. Das war in der Höchstphase der dritten Welle, waren das über 15,5%. Wir haben allerdings in den Kliniken auch nicht mehr so viel Personal. Da ist viel kaputt gemacht worden. Da ist viel Personal abgegangen. Wir brauchen Pflegepersonal. Wir müssen da auch wirklich was tun. Herr Spahn versucht es jetzt mit Geld. Wir brauchen mehr Pflegepersonal. Wir brauchen auch mehr Ärzte. Aber die Engländer haben von Anfang an auf eine andere Strategie gesetzt. Sie haben erstmal großflächig einmal geimpft mit Astra. In Deutschland haben wir sofort Erstimpfung und terminierte Zweitimpfung gemacht. In England hat man die Zweitimpfung sehr weit nach hinten geschoben. Man ist sehr früh angefangen, hat das Ganze sehr fix gemacht. Man muss da jetzt die dritte Impfung machen, dann wird sich das auch wieder nivellieren. In Israel beispielsweise, Israel war ja immer so ein bisschen der Impfvorreiter auf der Welt, in Israel wird die dritte Impfung für alle freigegeben. Jeder soll die dritte Impfung kriegen. Dort hat man ja BioNTech genommen, wenn die erste Impfung, also erste Zyklus, erste und zweite Impfung, 6 Monate zurückliegt. Das wird bei uns auch kommen und das ist auch richtig so. Ein herzliches Dankeschön, Herr Dr. Schneider. Beim Möbelmarkt hat es leider nicht geklappt. Unsere Prognose ist nicht ganz eingetreten. Für Nikolausmarkt sieht es aber gut aus. Bleiben Sie bis daher gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen.